Genau. Und ich bin komplett gelb. Oder fast komplett Aber ich gelb. sehe gerade, du hast jetzt tatsächlich 2 Stufen mehr als ich. Ja, what the fuck? Warum? Ich glaube, du machst halt einfach mehr Gegner platt. Du machst halt deutlich mehr Schaden. Das sollte eigentlich nicht der Fall sein bei mir in derselben Lobby sein. Das Ja. wird geteilt. Braucht der vielleicht weniger XP zum Aufsteigen? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ja. Ich habe bis jetzt noch nie Online-Multiplayer gespielt. Ah ja, Meine okay. Kraft Ich hab wächst. bis Jetzt bloß Local-Multiplayer gemacht und da wird es halt wirklich 1 zu 1 aufteilt. Aber jetzt bist du aufgestiegen, jetzt kannst du die 22 nutzen. genau. Bin gespannt, Warte mal, ich was guck die mal da gerade, machen. wie viel habe ich denn jetzt an Schaden? 171. Wenn ich die nehme, wäre ich auch. Das wird da angezeigt, wie um bei voll sich der Damage erhöht. Ja, okay, 288. Alles klar. Wenn du drüber hoverst, da siehst du dort unten Stat Changes if equipped. Ne? Naja. Ja. The more you know. Da muss ich Willst du nicht dann extra. vielleicht jetzt den Odins Sohn haben? Ja, wenn ich ihn ausrüsten kann, gern. Schmeiß mir gerade mal hier hin. Jo. Kurz Dungeon. Das ist halt echt, dass wir so die chinesische Bootleg-Version vom Mjolnir, ne? Ja. So, Ziegen. Oh, noch eine Truhe, sehr nett. Wieder mitten im Gebiet. So, Geld, Geld, Geld. Ich glaube, ich muss aber demnächst echt mal wieder zurück und Sachen verkaufen. Inventar ist doch ein Ja, wenig voll. das ist ja kein Ding. So, das war's dann mit euch. Gut. Haben wir den Wegpunkt hier? Ja, oder? Ja. War ganz ehrlich, wenn wir das bisschen abgegangen sind, dann können wir in unseren Ziel-Dungeon fast schon rennen. Ja. Weil dann müssen wir eh bloß mehr nach oben. Aber dann würde ich halt vorher noch mal kurz Ja, Inventar leeren. ich auch. Ja, gut, dann und Felshaufen. zurück. Ich bin schon weg. Jo. Puff. Ich kehre in die Stadt Hey, zurück. Trick, halt die Wurst hat. Jo, schauen wir mal. Ich habe jetzt aber nichts Legendäres, was weg kann. Nee. Der ist aber doch besser. Also das Wickeltuch kann weg, hast du gemeint. Ich wirklich tut den Kon des Kunst zerlegen. Obwohl, naja, das ist nicht so viel besser. Auf keinen Fall. So, dann haben wir das hier alles mal raus. Genau, reparieren könnten wir auch noch mal. Das kann ich nicht. Kannst du dann gleich direkt zu mir teleportieren wieder? Ja, genau. So, wir erstmal noch eine Runde verkaufen. Ich habe ein paar Zerlegen neue wir uns, Waren, die dir bestimmt gefallen werden. nee, die Sachen hau ich, oder? Was bringen die denn? 80, 30? Na, ich guck mal, was das bringt. Geldmäßig.
Du brauchst ja später fürs Craften sehr viel Rohmaterialien. Ja, allerdings auch nachher Geld für Verkaufen und Aufwerten. Sagen wir mal so, ich hab gemerkt, es scheitert später weniger am Geld, sondern mehr an den Materialien tatsächlich. Dieses Bruchstück glüht mit demselben Licht wie der Fremde. Wer bist du, dass du das nimmst, was mir gehört? Ich bringe das Schwert zu seinem Besitzer. Dennoch, ich beanspruche es. Ich bin Magda und ich führe diesen Zirkel. Dann soll es so sein. Lass die Spiele beginnen. So, na dann. Gut gekämpft. Aber du wirst niemals das nächste Bruchstück in die Hände bekommen. Es ist dort niedergegangen, wo nur die Uhr ein. So, ja, dann gucken wir mal. Meinst du? Aber ja, ich glaube, bevor wir das zu Kane bringen, schauen wir mal nach. Ja, guck mal. Da ist ein Äpfel. Mhm. Geld und ein rücksichtsloses Schwert. Aber ich denke, der Herr Kane dürfte sich jetzt freuen. Ich glaube, teleportieren geht schneller. Ja. Ich kehre in die Stadt zurück. Ja, das war ein Stückchen vom Wegpunkt weg. So, na dann. Eine Hexe namens Magda und ihre Anhänger suchen auch nach dem Schwert. Ich musste ihnen das erste Stück entreißen. Onkel Deckard, das hört sich an wie die Kultisten, von denen du mir erzählt hast. Sehr gut, Lea. Du hast aufgepasst. Fremder, hilft irgendetwas davon eurem Gedächtnis auf die Sprünge? Ich erinnere mich nicht an diesen Zirkel. Aber ich spüre, dass ihm ein weitaus dunklerer Schatten die Hand führt. Ja, alles klar. Ja, Wappenschild. Brauchen wir jetzt ja nicht unbedingt. Na komm, dann verwerten wir mal noch gerade. Der wird jetzt auch 178 machen. Unmöglich. Der Schild, den ich gerade gekriegt habe. Nett. Also habe ich auch den grünen Punkt. Ja, schön. Was haben wir jetzt mittlerweile? 35 wiederverwertbare Teile, 37 Arkanstaub und 20 trübe Kristalle. Okay. Und das Wichtige, wenn du legendäre Gegenstände zerlegst, dann bekommst du Forgotten Souls. Das sind die ganz, ganz wichtigen Sachen. Mhm. Von denen wirst du später Hunderte, wenn nicht sogar Tausende brauchen. Ja, ja. Magda weiß, wo sich das nächste Bruchstück befindet, aber ihre Worte sind rätselhaft. Sie sagte, es liegt an einem Ort, den nur die Urahnen betreten dürfen. Das erinnert mich an den überfluteten Tempel in der Nähe der schwerenden Wälder. Weißt du noch, wie du mir davon erzählt hast, Onkel? Exakt, Lea. Er war einst ein Tempel der Nephalem. Lea, dein Wissen könnte von unschätzbarem Wert sein. Du musst mit unserem Freund hier gehen und ihm helfen, das Schwertbruchstück zu finden. Die Nephalem waren in uralten Zeiten Menschen mit fantastischen Mächten. Die Legenden erzählen, dass sie in der Nähe des Tempels eine schreckliche Schlacht schlugen und dass ihre Geister noch immer miteinander Krieg führen. Sehr schön. Na gut, dann auf zum Tempel. Und dadurch, dass der Mist eigentlich fast komplett abgegangen ist, ja, wobei, gehen wir ja noch. Gehen wir den Rest noch. Gar nicht so verschieden. In mir steckt auch sehr viel Macht. Der einzige Unterschied ist, dass ich meine nicht kontrollieren kann. Dann müsst ihr lernen, sie zu beherrschen. Es ist nur wenige Male in meinem Leben geschehen. Und nur, wenn ich in großer Gefahr war. Etwas scheint sich tief in mir zu regen. Ich kann es nicht wirklich erklären.
Ja, was ich auch ganz praktisch finde, dass ja dann sehr auch angezeigt wird, in welchen Bereich du gehen musst, um weiterzumachen. Oh, ein gestohlener Sack. Nach langem Suchen habe ich eine vielversprechende Fährte gefunden. Eine Familie in der Nähe von Neutristram hat eine wertvolle... Ihr da! Bitte helft! Sie versuchen, meine Freundin zu töten! Diebe werden meine Freundin töten, wenn wir nichts dagegen unternehmen. Helft mir, meine Fesseln zu lösen. Und seht selbst. Was wollen Sie von eurer Freundin? Sie ist nur eine Bauerntochter. Sascha, mit der ich zufällig bekannt bin. Aber sie besitzt eine Reliquie, hinter der die Diebe her sind. Er hat euch im Stich gelassen. Nun gebt sie schon her! Mein Liebster wird mich retten. Lasst das Mädchen frei. Die Reliquie gehört ihr. Ihr glaubt tatsächlich, was euch dieser Schuft erzählt? Na schön, ihr Narren. Wir werden euch beide töten. Das glaube ich nicht, Tim. Ja, der hat, glaube ich, nicht einmal eine halbe Sekunde überlebt. Ja. Diesmal kommt ihr uns nicht davon. Das ist noch nicht das Ende. Der Rest der Diebesgilde wird euch finden. Naja. Sollten so gelacht. Armbrust, wer braucht schon eine Armbrust? Wohl hier unser Schuftkollege. Hier ist die Reliquie, mein Liebster. Ich habe sie versteckt, wie du wolltest. Vater ist misstrauisch geworden. Aber das spielt keine Rolle, sobald wir erst einmal verheiratet sind. Bald ist es soweit, oder? Natürlich, mein Schatz. Schon bald werden wir uns gemeinsam niederlassen und ein ruhiges Leben führen. Die Felder bestellen und Belger, ich meine Kinder großziehen. Aber erst muss ich diese Reliquie verkaufen. Doch leider muss ich dafür mit meinem Freund hier fortziehen. Ihr wollt euch mir anschließen? Ja, ihr seht so aus, als würdet ihr euch recht gut mit Antiquitäten auskennen. Nun weißt den Weg. Ja. Moment mal. Das Relikt ist eine Fälschung. Bei den Göttern, ich hätte es wissen müssen. Nun ja, ihr seht so aus, als könntet ihr Hilfe gebrauchen. Und ich will bestimmt nicht hierbleiben. Darauf könnt ihr Gift nehmen. Ja, das passt schon, danke. So, da wären wir. Und was wird aus eurer Verlobten? Verlobte? Sehe ich aus wie jemand, der heiraten würde? Übrigens, ich bin Lyndon. Was die Folianten über Alaric und seinen Tempel sagen, ist nicht gerade ermutigend. Und dann erzähl doch mal, Alaric. Ihr müsst Alaric der Wächter sein. Onkel Deckard hat mir von eurer ewigen Wache über diesen verfluchten Ort erzählt. Ich dachte, es wäre nur eine Legende gewesen. Seid ihr Nephalem? Nein, es gibt seit einem Jahrtausend keine Nephalem mehr. Ha, also eine weitere Legende. Ihr wollt diesen Tempel betreten, was nur den Nephalem gestattet ist. Wenn ihr die Schlüssel aus ihren Ruhestätten in der Nähe holen und sie zur Öffnung der Tore verwenden könnt, dann werden wir sehen, wer und was ihr wirklich seid. Folgt mir. Ich hebe die Brücke an, damit ihr sie überqueren könnt. Sucht zwei Gräber in diesen Wäldern. Die Ruhestätte des Kriegers und die Krypta der Urahnen. So, okay. Dann gucken wir mal, was finden. Lea bleibt so ein bisschen hängen hinten. Ghule sind stärker als die meisten. Sind das Alarics Leute? Das sind Bastarde. Ja, die sind jetzt auch keine allzu große Bedrohung. Onkel Deckard nannte diese Flugwesen den geflügelten Tod. Drängt sie zurück! Dies wird ein guter Kampf. So, ein siegender Knoten. Mal gucken, was der so bringt. Legendären Zweihandstreikolben. Ich bin froh, dass es vorbei ist. Wow, boah.
Okay. Holy shit. Schaut mal dieses Riesenteilo. Sehr cool. Die Welt hat sich sehr verändert. Ja, so war es damals nicht. So, da liegt noch ein bisschen Geld rum. Hier wird sogar schon runtergehen. Mhm. Wir können tatsächlich, theoretisch könnten wir reingehen. Ja. Weil es liegt direkt am Rand. Lea legt sie mit so ein paar Geflügelten an. Ist in Ordnung. Machst dem Ding aber überhaupt keinen Schaden, sehe ich gerade. Nee. So, man dankt. Erste haben wir. Wow, ja. Shit, ich bin erheblich schneller als du, Schüler. Ja, ja. Vulkatos lächelt auf mich herab. Nice. Mhm. Gratulation. Waffenwurf. Ah, ich habe jetzt übrigens rausgefunden, ich weiß vielleicht, an was es liegen könnte. Wir haben nämlich sehr viele Gegenstände, die mir plus XP geben. Ah ja, okay, okay. Genau. Da habe ich, glaube ich, nur einen. Ich glaube, ich habe irgendwie plus 50 Experience pro getöteten Gegner. Ah ja, gut. Ja, bei mir ist es, glaube ich, plus 4. Das macht natürlich das Kraut schon fett, ne? Ja, auf jeden Fall. Weil ich gehe nicht auf die normalen Zahlen, weil das bringt mir nichts, weil ich hau das Zeug eh mit voller Wucht davon. Ja, ja. Ach, dann das zweite, okay. Ah ja, sehr schön. Da kann man theoretisch auch kleine, weil dann, wenn man bloß mehr. Ja, ja. Ja genau, die können wir mal hier gemütlich wegprügeln. Das passt auf jeden Fall. Meine Hiebe vernichten euch. So, fällt ein Schuh der Dorn. Der erste Edelstein. Ein Diamant. Wenn das hier vorbei ist, könnte ich irgendwo ein eigenes kleines Gasthaus eröffnen. Wenn ich überlebe. Das würde gut zu euch passen. Nun, solltet ihr einmal Arbeit suchen, werde ich eure Referenzen berücksichtigen. Ich fühle mich sehr geehrt. Genau, der Barbarenkellner. Mhm. Und das hier wird dann Rhabarberkuchen, ne? Genau. Rhabarberbar. Barbaras Rhabarberbar. Ne, Barbarenbar war es ja, glaube ich. Rhabarberbar. Ja. Hier in Köln, also ich weiß nicht, ob es sie immer noch gibt, aber hier gab es tatsächlich mal eine Kneipe, die hieß dann Barbara. Am Barbarossaplatz sogar. Stell dir mal vor, da hast du so irgendwie so 10 halbe Intus. Genau, dann gehst du zur nächsten Kneipe weiter, so vergeben, das sind Ja, erzähl mal, wo bist du jetzt überall gewesen? Ja, genau. Der Tempel steht euch offen. Tretet ein und besiegt die Wächter im Inneren. Ja, ja. Seht, die Bauweise. Auf Nuss. Aus der Zeit vor den Sündenkriegen.
Niemand betritt das Land. Erhebt euch, meine Brüder. Erhebt euch und kämpft. Wir haben gesiegt. Na ja. Ich habe jetzt ein Frühkind. Nee, nicht so wirklich. Eure Stärke kann sich mit der unserer stärksten Helden messen. Ihr betretet nun unser größtes Heiligtum. Der edle Held hat sich bis hierher durchgekämpft, nur um zu sterben. Magda. Und wen hast du da mitgebracht? Adrias Tochter? Ich spüre Macht in ihr. Aber das spielt keine Rolle. Deine Mutter wird schon bald dein Schicksal teilen, meine Kleine. Das Bruchstück gehört mir. Tränk diesen Tempel mit ihrem Blut! Eine Minute. Zu spät. Was meint er sie damit? Meine Mutter wird mein Schicksal teilen. Könnte meine Mutter nach all diesen Jahren am Leben sein? Sie hat allen Grund, uns zu täuschen. Leiht diese Hexe kein Ohr. Dieser Kampf war zu leicht. Sie spielt mit uns. Wir müssen war er wirklich? Zurück zu Onkel Deckard. Bitte? War er wirklich? Also zu leicht. Der Weltenstein wurde verändert. Unsere Kinder kommen schwach zur Welt und erreichen kein hohes Alter. Die Dämonin Nereza versprach ihre Macht einfach daran, dass wir einfach zu gut sind. Doch hat sie sie stattdessen in missgestaltete Geschöpfe verwandelt und sie zurück. Gegen uns in den Krieg geschickt. Vielleicht ich hätte eine Einhandwaffe im Angebot. Aber nicht, bevor wir sie zurück in die brennenden Höllen geschickt haben. Treffen wir uns in Neu-Tristram. Wir müssen Onkel Deckard davon berichten, was wir gefunden haben. Ich muss zurückkehren. Das markante Holz? Nee, im Tristram bin ich wieder. Ach so. Ja, hier liegt gerade markantes Holz rum. Also. Was hab ich denn mittlerweile? Es ist halt die Frage, ob das halt die legendäre jetzt hier aus. Ex, was machst du? Du machst weniger Zähigkeit und wir haben sogar noch einen Sockel. Was war es mit dem Wickeltuch? Das kann weg, oder? Das Safran-Gölbe kann weg. Ja, gut. Und wertest du Hedrick auch immer fleißig auf? Bisher noch nicht, aber könnte ich tatsächlich mal gleich machen. Das kostet ja Spaß. Ach, 5000, okay, das ist ja, ja. Ja, drücke mal drauf. Ja, genau. So. Stufe 5. So, dann verwirrt den ganzen Spaß mal wieder. Ich glaube, den Kopfschutz. Den Spaßvogel mal bis auf Level 12 bringen, ne? Ja. Also bloß, dass du vorgeworben bist. So, vergessen Seele 1. Wie gesagt, von denen werden wir viele, viele brauchen. Ach komm. So, Leoriks Krone, kann die weg? Jo. Alles klar. Gut, dann gehen wir mit dem Fremden nochmal. Wir haben das zweite Stück des Schwertes. Wo soll ich nach dem Dreh? Ich erinnere mich an ein Leuchten, das auf ein... Das muss Wertham sein. Ah, brillant, liebe Lea. Lasst euch vom Fährmann übersetzen. Don't pay the ferryman. Ach, warte mal, ich geh mal gerade gucken. Ich glaube, Lea hat bestimmt auch wieder Tagebücher fallen lassen hier, oder? Fallen lassen? Also, weitergeschrieben. Tatsächlich. Ah ja, guck mal. Als wir auf das zweite Schwertstück des Fremden gestoßen waren, hat Magda uns aufgespürt. Sie ist uns ständig auf den Fersen. Wer ist sie? Sie behauptet, meine Mutter zu kennen, aber wie kann das sein? Dennoch müssen wir es vor ihr nach Wertham schaffen und das letzte Schwertteil finden.
Ich wünschte, Lea könnte ein anderes Leben führen. Ein normaleres Leben. Aber das ist leider nicht ihr Schicksal. Wenn ich sterbe, ist niemand da außer ihr, um meine Arbeit fortzuführen. Und die Zukunft dieser Welt hängt in der Schwebe. Ich habe nachgedacht. Das kann nicht einfach gewesen sein. Erzähl es niemandem, aber ich habe ein paar neue Waren, die du unbedingt sehen solltest. Ah ja. Ey, hast du schon ein Geschenk für deine Freundin Ingeborg? Ich benötige eine Fähre nach Wortham. Ich werde euch übersetzen. Aber seht euch vor, aus dem Dorf steigt Rauch auf. Ja, ja, das passt schon. Auf über Isengard. Genau. Sie zerstören die Stadt. Flieht, solange ihr noch könnt. Flieht, ihr Narren. Denen, die sich der Macht des Dunklen. So, ja, auf hier Magie zu machen. Hexe. Ich finde irgendwie lustig, dass die echt meinen, die könnten uns irgendwas. Ja. Und hier steht dann der Nekromancer und haut ihnen die Leichen ihrer Verbündeten um die Ohren. Einer der Männer hat ein seltsames Artefakt aus seinen Netzen geholt. Es sah aus wie das Heft einer uralten Klinge, aber ich weiß, dass es mehr sein muss. Der Fischer hat sich mit mir gestritten. Ich glaube, es gibt auch ein Set, was mit diesen Hill-Orbs, die fallen gelassen werden, arbeitet. Ah, okay. Ein heiliger Ort für ein Heil. Narren! Ihr könnt mir das Schwert nicht vorenthalten! Das ist gar nicht gut. Meine Diener werden diese Stadt in Schutt und Asche legen. Ja, ja. Da kommt etwas. Ein würdiges Opfer. Naja. Ein interesting opponent. Ja. 2 Sekunden später, Batsch, wo er schon Amethyst. Wir schulden euch unser Leben. Ich suche das Heft eines Schwertes. Es ist vom Himmel gefallen und leuchtet mit seltsamer Magie. Wir haben es vor Tagen gefunden. Ich gehe zurück nach Tristram, um zu sehen, wie es Onkel Deckard geht. So, sehr gut. Dann einmal ab runter hier. Magda! Während du hier den Helden gespielt hast, habe ich alle 3 Schwerteile und deine Freunde in meine Gewalt gebracht. Ich hätte es wissen müssen. Ich muss zurück zu Kains Haus. Gut, dass hier ein Wegpunkt ist. Also ein bisschen Railroad, die Kampagne ist das schon, wenn man irgendwie ausgehen wird. Ja, ich bin jetzt vor euch natürlich da gewesen, weil fuck it. Sachen ausgegraben, die du dir ansehen solltest. So, Ende des Horadrim. Oder willst du erst noch verkaufen gehen? Nö, passt schon. Alles gut. Es liegt an dir, Kane. Nutze deine horadrischen Künste, um das Schwert zu reparieren, oder Lea wird einen schrecklichen Tod sterben. All dieser Schmerz, all diese Zerstörung. Was wollt ihr überhaupt mit dem Schwert? Ich will damit gar nichts. Meinem Meister Belial jedoch bedeutet es alles. Onkel! Deine Wut ist überwältigend, Mädchen. Diese Runde habt ihr gewonnen. Aber wenn ich das Schwert nicht haben kann, nehme ich mir einfach den, an den es gebunden ist. Am Ende wird die Klinge doch mir gehören. Onkel, du darfst nicht sterben. Das kann niemand mehr verhindern. Aber es gibt noch eine Sache, die ich zu tun habe. Das Schwert muss wieder zusammengefügt werden. Oh, ganz wie ich vermutet habe, das Schwert stammt aus den hohen Himmeln. Der Fremde,
ist ein Engel. Achtet auf das Tagebuch. Die Wahrheit befindet sich darin. Deckard? So, und das war damals auch ein ziemlicher Plot-Twist, dass halt der Deckard Cain einfach mal so stirbt oder getötet wird. So, Lea, dann müssen wir doch mal mit dir reden. Wenn ich diese Macht nur kontrollieren könnte, hätte ich ihn retten können. Gebt euch nicht die Schuld. Magda ist diejenige, die für Cains Tod zahlen wird. Magda und Belial, ihr Meister. Das Tagebuch spricht von einem Engel, der aus den Himmeln stürzt, während der Schatten sich aus dem Abgrund erhebt. Der Fremde ist der Schlüssel zu all dem. Engel oder Mensch, wir müssen ihm sein Schwert wiedergeben. Es wird seine Erinnerung. Als meine Macht mich überkam, konnte ich kurz Magdas Gedanken lesen. Sie ist in das Hochland geflüchtet. Ihr könnt es durch die Höhlen nördlich von Worthen. Ich bin bereit für sie. Ich glaube, es bricht aber doch bei mir ab, wenn du das wegklickst. Ah, okay. Wie ich so den Eindruck habe. So, der Diamant kann mal weg. Ich habe bis jetzt einmal getestet, dass ich bloß am Ende vom Satz immer aufs X druck. Ja, ja, genau. Dass abbricht. Genau der. Aber gut zu wissen, dass es anscheinend komplett abbrechen wird. Ja. Okay. Also beziehungsweise der ist halt dann die aktuelle Dings, die dann weg ist. Mhm. Komm, ich werde das Zeug gerade noch los und dann können wir weitermachen. Hm. Das kann ich nicht. Das ist auch nicht reparieren, das ist verwerten. So, jetzt noch einmal kurz reparieren. Haben wir zum... Bitte? Nee. 20.000 habe ich gerade nicht. Ich glaube, wir werden heute den ersten Akt durch. Wenn ich so auf die Zeit schaue. Das könnte gut sein. Wie lange? Ja, anderthalb Stunden noch. Das kann direkt kürzer? Ja. Neues Wissen. Jungspinnen mögen alleine ungefährlich erscheinen, doch ihre Anwesenheit sollte Reisenden eine Warnung sein. Denn wo Jungspinnen sind, lassen sich auch Matriarchinnen finden. Und ausgewachsene Arachnide beschützen ihre Jungen ausgesprochen aggressiv. Die Jungspinnen selbst haben großen Appetit und können einem in die Enge getriebenen Abenteurer beträchtlichen Schaden zufügen. Aber wenn wir beim zweiten Teil haben wir ja auch die Hallo Spinnen, den ersten Akt im ersten Stream durchgekriegt. Das hat ja ganz gut gepasst. Haben wir das wirklich? Ja. Ja, das war das einzige Mal, dass wir halt in einem Stream einen Akt gekriegt haben. Okay. So, das Zeug können wir alles mal liegen lassen. So, und vielleicht etwas langsamer, dass ich auch mitkomme. Dass ich die bin ganz... da so in meinen Element immer drin. Ja, ja, genau. Ja, sorry, du musst, da musst mir wahrscheinlich ab und zu mal erinnern. Ja, ja, deswegen sag ich ja Bescheid. Ja. Weil du musst bedenken, oder wissen, ich mag dieses Gebiet am wenigsten. Ja. Von allen Gebieten in diesem Spiel. Ich mag's nicht. Ja, ist ja irgendwie, hast ja immer. Mal beim zweiten Teil gab's ja die unbeliebten Gebiete. Ja, den Dschungel. Ja. Von daher, das passt ja. Ein heiliger Verheerer. Und im dritten Spiel ist halt this fucking mess. Mhm. So, gute Nacht. Ui, Schatzgoblin. Ja. Die haben übrigens auch mal reingebracht,
dass da so eine ganze Bande an Schatzgoblins auftauchen kann. Ah, okay. Das wäre natürlich auch ganz witzig. So ungefähr um die 20 oder 30 Schatzgoblins. Da ist er. Ist wirklich... ist Hammer. Ja. Der hat meine Leichenexplosion nicht überstanden. Ja. Ja, die haben halt echt nicht mehr allzu viel hier uns entgegenzusetzen. Nee. Ich glaube, wir könnten fast schon einen Schwierigkeitsgrad ein bisschen hochdrehen. Ja, denke ich halt. Warte mal. Das ist jetzt gerade ein bisschen sehr witzlos. Gameplay. Wo waren das? Vor mir was Leichtes. Ah ja, hier Schwierigkeit erhöhen. Zack. Dann machen wir es mal auf schwer. Ja. Mal gucken, wie das jetzt wird. Nimm vor, anders wäre jetzt, glaub's mal. Ja. Aber wir kriegen halt jetzt mehr Experience. Das ist halt auch nicht verkehrt, genau. Ja, du musst dir vorstellen, wenn Nora und ich gespielt haben immer, wir haben ja dann auf sehr hohen Paragon-Leveln gestartet. Mhm. Und da sind halt die ersten Level einfach so dahin geflutscht. Ja, ja, klar. Wenn du dann auf Qual 5 oder 6 schon starten kannst, als neuer Charakter. Das ist dann schon sehr lustig. Ja. Ich meine, das hast du ja beim zweiten Teil auch, wenn du halt dann die Runs gemacht hast, um dich halt hochziehen zu lassen. Hast halt wie gesagt einen Level 20, 30er, der dann durch den ersten Akt durchgelaufen ist und du liefst dann einfach nur nebenher so zack, 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 zack. Level 1, Level 2, Level 3. Und jetzt müsst ihr euch vorstellen, ich habe siebenmal einen neuen Charakter, komplett neu, durch ein Nephalem-Dungeon gezogen, Qualstufe 70. Oh Gott, wir haben schon da. Oh, Halleluja. Das sah dann so aus, ich habe die erste Gegnermeute gekillt und sie ist, glaube ich, 20 Level aufgestiegen. Ja. In einer Sekunde. Dann mal gefallen. Bitte gehen wir nicht die ganzen Dungeon ab. Bitte, bitte, bitte. Och. Nee. So viele schöne Spinnen. Das ist mir ehrlich gesagt, die Spinnen haben mir scheißegal, aber ich mag dieses verwinkelte Gedöns. Ja. Bitte helft mir. Es ist schrecklich. Sie saugt ihren Opfern die Gedärme aus dem Körper. Oh nein. Nein! Es ist zu spät. Ich kann sie hören. Die Spinnenkönigin kommt. Spinnenkönigin? Spider Queen. Na komm. Diese erfüllt so epische Musik dafür, dass jetzt gar nichts passiert. Ja. Warte mal, bleiben wir da stehen, wo wir sind. Ja, genau. Bums. Wow. darf ich mal festhalten, dass die eigentlich nur mindestens zweimal verschwunden wäre? Ja. so. Oh, fuck me. Level. Das war jetzt ein bisschen böse. Ja, einen Waffenwurf brauche ich jetzt nicht. Ja genau, den Hammer lassen wir. Tatsächlich. Ich krieg 10% Bonus Experience für Equipment und die Bonus Experience per Kill ist bei mir 55. Naja, wobei. Bin mir nicht ganz sicher, ob es zum Ende des ersten Akts reicht. Ah, ich hab's tatsächlich auch nicht mehr im Kopf.
bitte verlassen? Na guck mal, so langsam wie die geht, ich glaube, das wird wirklich nichts mehr. Da macht sich aber jeder drüber lustig, dass die so lahm unterwegs ist. Es war schrecklich, dort festzustecken. Den Göttern sei Dank, dass ihr gekommen seid. Was macht ihr hier draußen? Ich suche einen Mann, der vom dunklen Zirkel entführt wurde. Der Zirkel? Ich habe gesehen, wie sie jemanden in Leoriks Anwesen hineinzerrten. Vielleicht könnte es der Mann gewesen sein, nach dem ihr sucht. Es könnte sich für euch allerdings als schwierig erweisen, dorthin zu gelangen. Ich bin nicht stolz darauf, aber ich habe den Stab eines mächtigen Schamanen der Khazra gestohlen. Daraufhin sind die Khazra durchgedreht und haben mich bis zu diesen Höhlen gejagt. Ihr könnt den Stab in meinem Wagen im Hochland finden. Wenn ihr ihn zur Khazra-Barrikade bringt, werden sie euch vielleicht passieren lassen. Okay, dann gucken wir mal. Ziegen. Ziegenklatschen. Männer, die auf Ziegen hauen. Genau. Das scheint der zweite Teil. Wo ich den tatsächlich auch ganz witzig fand, den Film. Ich hab den tatsächlich nie gesehen, bin ich ganz ehrlich. Ja. Ich hab ihn hier auch als DVD dann. Das sind so Filme, die mir ganz gut gefallen, die hol ich mir dann nochmal als DVD. Ja, klar. In den Schrank. Oder beziehungsweise mittlerweile halt Blu-ray. Es ist ja ganz witzig, ich habe mir ja damals einen Blu-ray-Brenner geholt, weil der halt irgendwie, ich weiß nicht, ich glaube 10 Euro mehr kostet als das Blu-ray-Laufwerk oder 20 Euro mehr als das Blu-ray-Laufwerk. Und ich habe noch keine einzige Blu-ray damit gebrannt. Ups. Aber gut, ich meine, es ist ja eigentlich mittlerweile, wenn du irgendwie Datensicherung machen willst oder so, ist halt ein USB-Stick meistens sinnvoller. Blu-ray ist ja dann weg, wenn sie halt einmal beschrieben wurde. Das stimmt. So, aber dann habe ich halt auch irgendwann, erstmal habe ich mir dann nur die Collections als, oder halt, wenn es mehrere Teile waren, als Blu-ray geholt und mittlerweile kosten die ja auch nicht mehr irgendwie einen Euro mehr als die normale DVD, deswegen gehe ich da jetzt direkt auf Blu-rays. Ja, und das Schöne ist ja dadurch, dass ich eine Playstation habe, kann ich Blu-rays anschauen, ohne dass ich einen DVD-Player brauche. Ja, genau. Ich habe es jetzt im Rechner drin. Obwohl, es kann sogar sein, dass ich eine RW habe von den Blu-rays, das stimmt. Eine RW? Eine wiederbeschreibbare. Achso. Müsste ich mal gucken, ob die wiederbeschreibbar war. Ich glaube, die Entwickler verstehen unter schwer was anderes als wir. Ja. Ich kann mich tatsächlich auch daran erinnern, dass wir, als wir damals gespielt haben, wir wesentlich mehr Probleme hatten. Ein würdiges Opfer. Ich hab immer das Bedürfnis, bei dieser Arkan-Verzauberung davon zu rennen, weil die auf hohen Leveln dich echt einfach nur umbringt. Ja, ja. Das stimmt. Nein, ich habe gerade 100 Schaden genommen. Schnell wieder. Hochleveln. Neuer Beinschutz. Dämonenjäger bringt mir nichts. Kann dann weg. Den Ring wollte ich nachher noch abgeben. Aber Lura heißt RE, okay. Statt RW. Also nicht mehr rewritable. Dead Adventurer. Der hat sich wahrscheinlich verskillt. Genau. Wahrscheinlich noch die Schwierigkeit noch höher gestellt. Der war auf Qual 1. Genau.
Recordable, erasable. Aha. Also finde ich rewritable doch etwas sinnvoller. Ein bisschen unkomplizierter vor allem. Ja. Ein Drachenschild. Mhm. Sehr schön. Mhm. Guck mal, wir haben ein bisschen Barrikade ohne den Fremden erledigt. So, Level 20, sehr schön. Oh. Mir fehlt nochmal ein Amulett. Ne, ich habe, glaube ich, jetzt mittlerweile alles. Warte mal, ich steig mal kurz nochmal auf. Haben wir irgendwas Neues? Nö. 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 Wo ich den Sprung jetzt halt irgendwie auch ewig nicht mehr genutzt habe. Da ist wieder ein Schatzgoblin bei mir. Ich warte. Yep. Dauer der Schrei wird. Mit dem Waffenmeister. So, jetzt. Bloß, wo ist der Bitch? Ich klicke aber auch ein bisschen, als wäre der hier von Santiamo Ziesma synchronisiert worden. Von wem? Der SpongeBob, beziehungsweise Steve Urkel im Deutschen spricht. Okay. Der hat jetzt einen Haufen Zeug fallen lassen. Mhm. Also bei mir zumindest nicht. Santiago Ziesma, ja, danke. Bei mir war es irgendwie ein bisschen was an unfiebriger Falke. Ich habe eigentlich hauptsächlich Materialien gekriegt von ihm. Ich habe 2 gelbe und 3 blaue. Okay. Und wieder was mit mehr Bonus Experience. hi. Uiuiui, Hallöchen. Ja, das war echt, das war nicht schlecht. Monster Kill Grand plus 15 Experience. Na, ich Stiefel? Ich hätte einen Rare Dagger, der 32 DPS macht. Also wenn du den two-handest mit irgendwas geil macht, der mehr Damage als alles andere, was du hast. Mhm. Genau, er spricht auf Steve Buscemi, ja. Ich habe aber, glaube ich, jetzt erstmal nichts so Tolles. Wie viel macht der? 32 DPS plus 6,7 Ashman. Plus 6 bis 7 Fire Damage plus 54 Vitalität. Mhm. Chance for 13%, Chance to deal 13% Area Damage on Hit und Monster Kills Grant plus 13 Experience. Gut, hätte ich noch einen Dolch mit 28, aber ich glaube, meine legendäre Stangenwerfer ist mit 58 doch besser. Kombinier's einfach mal und schau. Ja, genau. Ja, die ist, sehe ich, immer noch besser. Okay, aber danke. Soll doch. Bitteschön. Also die Stangenwaffe ist noch besser. Die Stangenwaffe ist besser, ja. Es gibt für übrigens eine Passive, mit der du im Zweihand mehr Damage machst, ne? Oder in 2 Waffen. Mhm. Aber ich weiß nicht, wann die freigeschalten wird. Ja, ne, ich glaube, ich bleib mal dem. Bei kleinen Stänkchen, das macht sich dann doch ganz gut. Jetzt werde ich mich beweisen. Ja, ist das also da jetzt? Fliegen ja die gelben Gegenstände ohne Ende, das ist der Wahnsinn. Ich habe jetzt auch nichts, was nicht gelb ist. Also ich habe jetzt 2 Orangen und der Rest gelb. Mein Schulterschutz und einer meiner Ringe ist blau. Und natürlich fehlt mir noch ein Amulett. Hm.
Okay, also mein Hammer macht 12.000 an Schaden, 12? Wenn der einmal trifft. Okay. Geh mal ins Inventar bei dir, bitte. Mhm. Und sagen wir mal bitte, was bei dir bei Damage steht. 332,58. Also stimmt, die sind ja nicht mit 1000. Okay, bei mir ist 308. Okay, cool. Aber ich muss jetzt bald verkaufen gehen. So, sehr schön. Ja, der hat bei einigen Spielen mitgemacht. So, ich gehe mal kurz zurück und verkauf, weil ja. Das ist langsam ein bisschen viel. Okay. Ja, ich glaube, ich komme da mal mit. Mensch, hier sind noch gerade ein paar Ziegen. Ich kehre in die Stadt zurück. So, genau, York hat mal, den hat mal rausgehört bei Book of Unwritten Tales. Den Piratenpapagei, na gut, das ist bei mir auch etwas länger her, seit ich die gespielt habe. Den habe ich nämlich gerade nicht mehr im Kopf. So. Ich könnte eigentlich. Soll ich schon meine Sockel nutzen? Warum eigentlich nicht? Weil wenn es beim Gegensatz zum Zweier gehen, hat deine Dinge nicht verloren. Ja. Deine Edelsteine. Du musst dann bloß bedenken, dass du dann, wenn du den Edelstein wieder haben willst, dass du dann den Gegenstand zerlegen musst. Genau. Weil so. Wenn du den Edelstein später entfernen willst, das geht auch, dann wird der Edelstein dabei zerstört. Achso, das sieht nur so aus, als wäre ein Sockel drin. Okay. Dann halt nicht. Ja, ich glaube, dann können wir tatsächlich alles abgeben, oder? Bitte? Ah ne, warte mal, das ist sogar besser, dann... Ja, dann war es jetzt... Ah ne, dann ist aber mein Bonus von den Urahnen weg. Na gut, die kann ich ja auch wieder wechseln. Andererseits, nee, komm, die verkaufe ich, das macht jetzt nicht so viel aus. So, dann kann das hier alles mal weg. Genau, und bei Cyberpunk, dass er Skippy spricht, das habe ich ja beim Firefox gesehen in den Streams. Hast du eigentlich dann, als du Cyberpunk gespielt hast, dann dir irgendwann diese Bodymod geholt, beziehungsweise die Cyberwehr mit plus 100 oder 200 Rüstung, was war bei der... Weil das so ein bisschen gesagt hat? Nee, bisher noch nicht. Ich habe es nicht. Noch nicht. Ich war jetzt neulich nochmal und habe mein ganzes Geld für Sprunggelenke, also für den Doppelsprung. Oh ja, der na gut. Ja. Die sind sehr wichtig. Hat mir dann, also ich habe dann halt erstmal diese ganzen Tarotkarten eingesammelt jetzt neulich. Ja, das ist auch ziemlich nervig. Ja. Aber ja, stimmt, ich könnte mir irgendwo mal eine Liste raussuchen, wo dann die ganzen besonderen Waffen sind, da mal ein bisschen Farmen bei Gelegenheit. Muss halt was bedenken, da dadurch, dass es ein bisschen randomized ist, kann es sein, dass eine Waffe nicht beim ersten Mal auftaucht. Ja. Weil jetzt zum Beispiel gibt es so legendäre Mantis Blades, die ich mal recht früh geholt habe. Und die haben halt so eine Drop-Chance oder eine Chance, dass die in dem Container drin sind, von vielleicht 60%. Also das kann halt schon manchmal sein, dass die da nicht drin sind. Ja, das wird aber schon passen. So. Meine Kraft wächst.
So, guten Tag. So, Machtwurf, ich weiß ja nicht. Okay, dann, Obwohl Neu-Tristram und die umliegenden Felder über die Jahre hinweg wieder besiedelt wurden, okay, blieb das Hochland bis auf die Ruinen von Leoriks Außenposten bis heute menschenleer. In seinem Verfolgungswahn ließ der König mehrere Wachtürme bauen, die heute jedoch nicht einmal mehr Ziegenmenschen und wilde Bestien fernhalten können. Eine wahre Tragödie. Okay, und das nächste Tagebuch? Magda ist eine Närrin. Ich werde aus den Seelen dieser Primitivlinge eine ganze Armee erschaffen und sie an meinen unbeugsamen Willen ketten. Ja, mit diesen Heiden unter meinem Befehl werden die Königreiche der Welt sich meiner Macht beugen. Der Macht des Herrn der Ziegen. Ist, war der mit dir verwandt? Ich muss an meinem Titel arbeiten. Mal diese Gefolgsleute. The Lord of Goats. Ja. Sehr fucking intimidating. Lenk mir mal schön. Ach, bei mir ist die Quest. Ah ja, Moment. Komme. Oh, da hat was überlebt. Gut, das war jetzt ein bisschen Overkill. Die Macht schläft in dem toten Wesen. Wir können sie uns teilen, ja? Ihr werdet helfen? Natürlich, so. Gebt sie her! Gebt mir Macht! Ich werde leben. Ihr werdet sterben. Das ist schlecht für den Bursch. Zwei Schläge ist weg. Komplett abgenascht. Ja. Meine Herren. Ja, der Bonus ist halt echt super. Ich glaube, ich werde den Gürtel noch eine Weile behalten, auch wenn er halt von den Widerstandswert nachher nicht mehr so gut ist. Aber das ist vollkommen wurscht. Ja, dieser Schaden ist halt echt krank. 12.000 bis 18.000 pro Schlag. Erinnert ein bisschen an den eine Waffe in Diablo 2, den wir am Schluss noch gefunden haben, ne? Ja, genau. Mach ihn ja doch ganz gut wieder als Damage-Dealer. Ich hab die Szene, ich glaube gestern oder vorgestern nochmal angeschaut. Ja. Ich glaube, ich hab die noch nie so lachen können. Ja. Oder auf die Weise. Ja, das war ein wenig überraschend. Monst. Ja, dass das Ding doch so viel Schaden macht. Ja. Ich meine, das waren trotzdem 800 Damage. Ja. So, jetzt muss ich halt nur mal gucken, dass ich das hier mit dem Ding einigermaßen. Im Ding? Mit dem meine Wut. Kraft wächst. Einigermaßen aufgeladen habe, aber das passt ja dann eigentlich. Sag mal so, du bekommst, ich weiß nicht, ob du die schon ein bisschen gelevelt hast von den Hufen. Bekommst du auch gut. Mhm. Ganz schön viel sogar. Diese Kreatur muss sterben. Zack. Das ist so bescheuert, was wir denen gerade um die Ohren hauen, ne? Ja. Schatz, das Goblin. Juhu.
So, nett. So, das läuft aber doch gerade wunderbar. Nee, aber extra, dass ich hier mit dem Umhauen hier ein bisschen was an, dass es ja auch nochmal Bonus auf Wut gibt. Von daher, da kannst du halt echt nicht meckern. Bonus auf Int? Bitte? Bonus auf Int? Nee, auf Wut. Auf Wut, also ich habe verstanden, Bonus auf Int. Also nee, nee, das bringt mir ja nicht allzu viel mit dem Charakter. Nee, wirklich. Das Einzige, was man in Diablo 3 ein bisschen, naja, abgeht, dass du deine Ability Scores nicht frei mehr verteilen kannst. Mhm. Aber ist halt so ein kleiner Wermutstropfen. Ja, das stimmt. Dafür ist der Rest eigentlich recht nett. Oh, Wegpunkt. Wobei, ich sagen muss, ich verstehe auch, dass manche Leute sagen, sie finden den etwas comichaften Stil von Diablo 3 ein bisschen voll. Ja, das stimmt. Aber Diablo 4 soll ja wieder düsterer werden, oder? Ja, na, haben sie zumindest gesagt. Mhm. Vor allem, ich frage mich, was in Diablo 4 dann genau die Story wird, beziehungsweise die Hauptquest. Vielleicht wird nochmal irgendwas wiederbelebt. Also sagen wir so, wir wissen ja da... Moment, du hast ja Reaper of Souls nie gespielt, ne? Nee, ich glaube nicht. Ja gut, dann soll ich nicht was passiert, weil ja. Das war... Spoiler. Ja, wie gesagt, ich meine, sie haben ja nach dem ersten haben sie Diablo auch wieder belebt. Von daher, den wird schon irgendwas sein. Ja, ich meine, das Spiel ist seriös Diablo. Ja. Es würde ein bisschen wenig Sinn machen, wenn es da Diablo nicht als Hauptgegner hätte oder als Main Antagonist. Ja. Obwohl halt auch die Frage ist, ich glaube, die haben wahrscheinlich damals beim ersten Teil auch nicht damit gerechnet, dass sie halt so gut ankommt. Stimmt. Ich meine, das war ja echt ein Meilenstein der Spielgeschichte. Ja. So, dann wieder Rand.